Wohin floss die bilaterale Klimafinanzierung in den letzten zwei Jahrzehnten und von welchen Beträgen sprechen wir da? Die internationale Klimafinanzierung ist Teil der globalen Verhandlungen. Es geht dabei darum, dass Industrieländer Entwicklungsländer dabei unterstützen, Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels, aber eben auch zur Anpassung zu finanzieren. Empfängerländer und zivilgesellschaftliche Organisationen haben in der Vergangenheit oft kritisiert, dass eben das Messen, wie viel Geld in Klimaprojekte fließt, allein dadurch bestimmt wird, ob Geberländer, also die Länder, die bezahlen, das als klimarelevant einstufen. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir ein Instrument erschaffen haben, das es eben erlaubt, unabhängig von der Geberländerseite transparent und konsistent über einen langen Zeitraum hinweg diese Projekte zu klassifizieren. Und wir haben dann dieses Modell wieder auf den gesamten Korpus angewendet und die auch wieder klassifiziert, ob das eben Sinn macht. Das Projekt ist eine Kollaboration mit einem Postdoc, Florian Egli, und einem Doktorand, Malte Tötzke, an der ETH Zürich. Wir haben dabei diese technische Seite, eben dieses maschinelle Lernen und die Analyse von diesen Klimaprojekten und Finanzierung miteinander kombiniert. Wir haben eines der State-of-the-Art-AI-Modelle verwendet im Textbereich. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben individuelle Klimafinanzierungsprojekte evaluiert und dann bewertet. Und das Modell hat gelernt, unsere Bewertung zu replizieren und auf neue Projekte, die es noch nicht gesehen hat, anzuwenden. Also wenn wir das anschauen, sehen wir 36% von Mitigation wird jetzt von unserem Modell wiedererkannt. So ein Modell zu trainieren, das ist ein mehrstufiger Prozess. Das heißt, das Modell wird erstmal auf viele Millionen allgemeine Texte trainiert, dann nochmal auf ein paar Millionen Klimatexte. Und was wir dann gemacht haben, wir haben es speziell trainiert auf Klimafinanzierungsprojektreports. Unsere Erkenntnisse und die Publikation haben ein großes Echo ausgelöst. Wir wurden einerseits zitiert von der UN in einem Bericht, die Financial Times hat über uns geschrieben oder auch ein Institut aus Deutschland hat uns kontaktiert, um eben unseren Code oder unseren Ansatz verwenden zu können, um die eigene Klimafinanzierung zu messen. Genau, also hier haben wir bei der Klimafinanzierung gibt es keine Kontrollen, sondern die Staaten berichten selber darüber. Ein Tool wie Climate Finance Bird hilft, diese Daten der Staaten einzuordnen. Es schafft mehr Transparenz, Objektivität und das hilft einerseits der Öffentlichkeit hier im globalen Norden, um Druck auf ihre Regierung auszuüben, aber eben auch der Öffentlichkeit im globalen Süden als Empfängerländer, um diese geleistete Klimafinanzierung einzuschätzen. Unsere Forschung soll zu einem gemeinsamen Verständnis und mehr Transparenz bezüglich internationaler Klimafinanzierung beitragen. Und meine Hoffnung ist, dass unsere Forschung, unsere Resultate auch in den politischen Prozess, in die Verhandlungen einfließen und mithelfen, das neue Klimafinanzierungsziel zu definieren.